Und damit ein herzliches Willkommen zum Opener-Match bei Monday Night Fallout. Ja, Stigma probiert's noch einmal gegen Owen Hart. Das letzte Match hat Stigma ja verloren. Eigentlich recht schade, er hat eine sehr, sehr gute Figur gemacht für sein Debüt. Und jetzt probiert das einfach noch einmal. Vielleicht kann er ja Sachen gerade rücken. Oder auch nicht. Das wird man sehen. Ein schöner Enzekiri hier von Stigma. Der versucht direkt hier Gas zu geben. Aber muss sich jetzt einen Backdrop von Owen Hart gefallen lassen. Ja gut, mit Owen Hart hat er natürlich auch einen sehr erfahrenen Gegner, der ja auch schon mal Television Champion war, in Betonung auf war. War nun gut. Er hat halt einen Rookie als Gegner. Also von daher kann Stigma eigentlich auch nur gewinnen. Entweder das Match oder auch nicht. Was er auf jeden Fall gewinnt, ist an Erfahrung. Und da hat er mit Owen eigentlich schon einen recht guten Gegner. Da kann er einiges lernen. Erstmal zeigt er hier einen Whip-In. Jetzt dreht er Owen um. Was sehen wir? Jetzt dreht er ihn wieder um. Okay, jetzt gibt es einen Whip-In in die andere Ringecke. Kann er sich wahrscheinlich nicht entscheiden, was er machen will. Ja, der Chop ging daneben. Jetzt fängt er sich einen Konter ein und eine Clothesline. Und ein Jawbreaker. Und schlägt hier in dieser Situation jetzt mal zurück. Ist ja auch sein gutes Recht. Mal gucken, ob Stigma es schafft, heute Abend hier im Universe richtig anzukommen, Fuß zu fassen, seinen ersten Sieg einzuheimsen. Okay, da ging das Heini ein bisschen daneben. Owen zeigt einfach ein Big Boot. Stigma kann kontern. Und Single Leg Dropkick. Der hat gesessen. Und da geht's Richtung Matte. Matte. Schöner Knockout. Roundhouse Kick. Gefolgt von weiteren Kicks auf die kanadische Nase. Tritt in den Rücken. Ja, sehr kicklastig jetzt die letzten paar Sekunden. Und beendet die ganze Kickserie mit einfach mal einem Chop. Und ein Clip gegen das Bein. Ja gut, wenn der Gegner natürlich viel am Treten ist, ist klar, dass man dann auf die Beine losgeht. Und da sein Finisher ja auch der Sharpshooter ist, wo man ja auch die Beine für vorbereiten sollte, wenn ihn Stigma denn lässt. Er probiert es einfach mal mit dem Cover. Ah, noch nicht. Weiß gar nicht, ob das jetzt ein One-Count war oder kurz davor. Naja, kann man machen. Nichts. Schöner Enzekiri wieder von Stigma. Ja, er kickt feuchtfröhlich weiter vor sich hin. Kick in den Rücken. Die Kombination hatten wir vorhin auch. Erst die Kicks gegen das Gesicht, dann in den Rücken. Da sollte wieder der Roundhouse-Kick kommen. Und fängt das Bein auf. Fängt aber an Enzekiri ein. Also Stigma, der ist ganz gut jetzt dabei hier im Match. Ja, die Close-Line von Owen ging daneben. Stigma kann aber kontern. Und war das der Signature? Ich habe keine Ahnung. Ja, Owen schafft aber den Two-Count. Also er ist ausgewichen. Jetzt geht Stigma einfach mal raus. Nimmt das Kommentatorenpult auseinander. Will sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Luft machen. Ja, Owen jetzt auf dem Kommentatorentisch. Und ich glaube, Stigma weiß noch nicht, was er da vorhat. Er fliegt mit einem Splash und trifft. Und er jubelt. Ja, war eine schöne Aktion. Der muss aufpassen, denn Owen, der steht wieder. Und haut ihn jetzt wieder in den Ring. Also da muss Stigma ein bisschen aufpassen, dass er nicht sich hier zu sehr auf das Publikum konzentriert. Ich meine, ein bisschen Trash-Talk ist nicht schlecht. Er sollte aufpassen, dass ihm das nicht nachher noch das Match kostet. Weil ein Owen Hart ist erfahren genug, um zu wissen, wie man mit solchen Leuten umzugehen hat.
wie man auch einsteckt und trotzdem das Match gewinnt. Schöner Spin-Kick. Und ich denke, er will es jetzt zu Ende bringen, also Stigma. Nein, wird gekontert, der Suplex. Owen Hart macht stattdessen einen Suplex und einen Elbow. Jetzt hebt er ihn hoch, was sehen wir jetzt? Dann nimmt er ihn hoch. Ich glaube, das wird, jawohl, das wird der Tombstone Piledriver. Jetzt nimmt er ihn erneut hoch. Konter von Stigma. Und Body Slam. Dann nimmt er Anlauf. Und Leg Drop. Schnell durchgezogen. Aber nur der Two Count. In Anführungsstrichen nur der Two Count. Jetzt das Cover von Owen. Na, das wird aber nur ein One Count. Da muss das Sigma noch ein bisschen mehr zusetzen. Und das wird again. Nein, umgedreht. Und Stigma zeigt jetzt einfach mal das Undertaker-Cover. Bringt aber auch nicht den Erfolg, den er sich wahrscheinlich gewünscht hätte. Und mit Brücke. Auch nicht der Sieg. Ich glaube, Stigma, der verzweifelt so allmählich. Er versucht es und versucht es. Jetzt probiert das mal mit dem Aufgabegriff. Und wird... Jawohl, Owen tappt. Und Stigma gewinnt sein erstes Match. Durch Submission. Kann man mit existieren. Ich weiß gar nicht, ob die Musik von ihm schon jemand anders jetzt hat. Ist ja auch wurscht. Wir kommen zum nächsten Match. Triple Threat Action Dizidu, die ja auch schon sehr lange von der Bildfläche verschwunden war. Gegen Kai Ling, gegen Ayame Hokuto. Zwei von dreien hatten bereits eine Titelchance gegen Brittany Morris. Dizzy hat viele Matches gegen Brittany gehabt. Konnte kein einziges gewinnen. Mal gucken, vielleicht bringt sie sich ja auch mal in ein Titelrennen mit ein, wenn sie jetzt hier gewinnt. Kann ja durchaus sein. Auf jeden Fall wird dieses Match... Dizzy hat mehr so die härtere Gangart, die anderen beiden sind mehr so die Technikerinnen. Ja, was anderes kann man nicht dazu sagen. Auf jeden Fall Ayame und Kai Ling hier zusammen am Arbeiten gegen Dizzy. Und da gibt es einen Whip-In von Ayame Hokuto, die jetzt sich um Kai Ling kümmern möchte. Auch das allererste Aufeinandertreffen dieser drei Damenschaften. Und jetzt wird hier zusammengearbeitet. Aber Kai Ling, die haut einfach mal die Gedenkmurmeln mal zusammen. So, hier, denkt mal darüber nach. Tizzy wird da einfach mal akkurat außen vor gelassen. Die wird komplett ignoriert. Bringt sich aber jetzt mit einem Double-Team-Move wieder ins Geschäft. Ein Double Twist of Fate könnte man das schon nennen. Und das Rad und der Rückwärtssalti gegen Kai Ling. Und ja, das war ein bisschen theoretisch gut, praktisch ganz, ganz schlecht. Ein schöner Running Bulldog jetzt von Kai Ling. Und Dropkick und Kai Ling ist draußen. Jetzt sitzt sie mit Ayame alleine im Ring. Nimmt sie hoch. Ja, so eine Art Torture. Das war doch das Ding, was hier die eine Bella immer einsetzt. Rack Attack oder wie das Ding sich geschimpft hat. Und Double Dropkick. Und dann gibt es noch den Leg Drop hinterher. Haben sie gut zusammengearbeitet. Kai Ling wirft da Ayame einfach mal oben drüber. Jetzt geht's wieder gegen Kai Ling.
Also gegen Ayame arbeitet hier gar keiner zusammen. Wieso, weiß ich auch nicht. Und beide jetzt draußen. Erst springt Ayame, dann springt Dizzy und Dizzy trifft. Ayame hat nicht wirklich getroffen. Aber sei es drum. Und ein Konter von Dizzy. Ayame stößt sie da einfach mal weg. Aber Dizzy hat die ganze Sache ganz gut im Griff in dieser Matchphase momentan. Kann man nicht anders sagen. Er wird von Kailing jetzt mal oben rüber geworfen. Jetzt geht es wieder gegen Kailing. Ach, die Kurz tut einem irgendwie schon so ein bisschen leid. Und wieder zwei wollen fliegen. Die eine trifft nicht, die andere aber auch nicht. Hat wahrscheinlich zu lange gewartet. Beim ersten Mal ist ja Ayame ausgewichen und Dizzy hat dadurch getroffen. Und jetzt gehen sie alle mit Schlägen und einmal mehr Tritten auf Dizzy los. Ah, Dizzy möchte damit Ayame ein bisschen spazieren gehen. Jetzt geht's nach draußen. Ja, Kailing geht schon mal vorher nach draußen. Und dann gibt's den DDT auf den Apron. Wie er schon sagte, Dizzy die ganz harte Gangart. Ja, Kailing, die guckt sich das an. Geht jetzt wieder rein. Und wieder raus. Kann sich gar nicht entscheiden, was sie möchte. Aber das ist auch egal. Ayame und Dizzy, die behagen sich da so ein bisschen. Oh, da muss Kailing auf die Nase. Oh, da hat sie aufs Näschen gekriegt. Und, oh, das ist ein Masterlock, aber draußen bringt eine Submission doch nichts. Kailing hätte jetzt nämlich aufgegeben, aber außerhalb des Rings bringt das nun gar nichts. Und sie hat noch ein Surfboard hinterher. Also Kailing, die musste wirklich leiden in diesem Match. Und Ayame, die geht dann ein bisschen spazieren. Holt sich jetzt einen Vorschlaghammer. Es geht wieder in den Ring für Kailing. Ayame kommt da mit dem voller Willzuschlag, aber Dizzy, die geht schon vorher. Oh, jetzt sollte aber Ayame aufpassen. Ah, da kommt Kailing von alleine wieder raus. Okay, warum war da jetzt ein X eingeblendet? Ich spiele doch gar nicht. Und Kailing, die hängt jetzt erstmal ein bisschen in den Seilen. Umgedreht und jetzt oben aufs Top Rope. Und was sehen wir von Ayame? Ich würde sagen, super Backdrop. Jawoll! Ein bisschen weiter in die andere Richtung und sie wäre auf den Vorschlaghammer geknallt. Oh, einmal den Rücken kratzen. Ja gut, wenn es juckt, soll man kratzen. Na, Dizzy, die ist da noch so ein bisschen verwirrt. Kopfschere. Oh, das ging direkt auf den Vorschlaghammer. Der Rückwärtssalti hat auch gefruchtet. Da kommt er jetzt von Kailing. Die will sich nicht so einfach abspeisen lassen. Verständlich, wer will das schon? Und... Oh, ein Christo. Nee, nicht Christo, aber irgendwie sowas in der Art. Und jetzt Dizzy auf dem Seil. Wird sie jumpen? Nein, tut sie nicht. Sie unterbricht das Cover. Oh, Kopfschere mit Cover. Kailing kann aber unterbrechen. Oh, da geht's jetzt für Ayame mal Richtung Vorschlaghammer. Auch wenn der auf einer ganz anderen Seite gelegen hat, aber das ist egal. So, jetzt Camel Clutch auf Gabelgriff, was Dizzy aber vehement verhindert. Macht Kailing einfach mal das Cover. Ayame unterbricht. Die Fans können sich hier gar nicht mehr auf den Sitzen halten. Double Dropkick. Und jetzt gibt es da auch noch den Leg Drop hinterher. Und Ayame, du gehst schön wieder. Okay, sie springt daneben. Das könnte der Sieg für Dizzy werden. Nein, könnte es nicht. Da kam Kailing noch raus. Und es geht wieder gegen Kailing.
Oh, ein Roller jetzt von Kai Ling, aber Dizzy rettet das Match. Und ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört, aber mein Nachbar muss jetzt anfangen, Rasen zu drehen. Also ich glaub's ja echt nicht mehr. Oh, jetzt. Ayame bleibt draußen. Und das ist der Sieg für Dizzy. Dizzy, du gewinnst das Match. Ayame hat sich rausgehalten. Und ich habe die Mucke noch nicht drin. Sie gewinnt. Sie freut sich. Ja, wollen wir uns gar nicht lange aufhalten, sondern direkt ins nächste Match durchstarten.